shadow, but I stay young, blown. I was at the West Coast, now I'm in the East Coast. Shawty wanna fuck. Moin moin meine lieben Freunde und herzlich willkommen zu einem, oder nein, zu meinem ersten, allerersten YouTube-Video auf diesem Kanal. Mein Name ist Daniel und ich nenne mich Lücke der Boss. Ja, und was ihr hier vor mir seht, ist mein süßes Baby. Meine Brixton Crossfire 125 XS. Genau, also das ist mein kleines Prachtstück, würde ich sagen, perfekt für die Stadt. Hier habe ich schon ein bisschen was abgekriegt, aber das passt schon. Auf jeden Fall, genau. Ja, was hat die Kleine so zu bieten? Das ist eine 125er. Die hat 11 PS, fährt Spitze 95 km/h. Genau, also wenn man jetzt halt nicht so schwer beladen ist, schafft man vielleicht auch 100. Genau, im Tank passen ebenfalls 11 Liter rein und es ist einfach ein richtig cooles Stadtbike, oder wenn man mal so einen kleinen Ausflug machen will, würde ich mal sagen. Ja, und ich würde sagen, ich mache einfach mal so ein kleines Walkaround. Die waren jetzt super laut. Naja, wie auch immer. Auf jeden Fall, ja, 12 Zoll große Räder. Und, ja, eine schicke Lichtmaske. Fernlicht, also ist ja klar, muss ja dran sein. Und, genau, also alles so, wie es da ist, ist serienmäßig in Verkauf gegangen von den lieben Herrschaften von Scooter auf Köln. Die haben mir auch noch so einen Sticker raufgeklebt. Und ich hoffe, ihr versteht mich gut, weil das halt echt laut ist. So, genau, da sieht man das Ganze nochmal. Genau, und auf jeden Fall, außer die Handyhalterung, die ist nicht mit dabei gewesen, die habe ich mir dazu gekauft. Was eigentlich noch ein richtig cooles Special ist, ist hier dieser kleine USB-Anschluss. Falls man irgendwie so ein Navi anbringen will oder zum Beispiel, keine Ahnung, Handy laden oder was auch immer daran machen will, kann man das machen. So. Genau, was haben wir noch? Eine schicke Sitzbank hier. Viele sagen in den Rezensionen, dass das eine Sitzbank, also ein Holzbrett mit Lederbezug ist. Aber mein Fazit nach so 200-300 Kilometern ist auf jeden Fall gemütlich. Also für mich zumindest, wie gesagt, wenn ich halt nicht so viele Strecken fahre, dann geht das. Genau. Was auch noch richtig cool ist, ist, dass das Bike für zwei Personen zugelassen ist. Also hier für die ganz schmalen Puppes unter uns ein Sozius. Und hier die extra Fußrasten. Genau, habe ich bis jetzt noch nicht gemacht. Würde ich auch ehrlich gesagt nicht ausprobieren, weil kann auch schief gehen. Nö, aber was ich euch sagen würde, ist, wir machen einfach mal eine kleine Tour durch die Hafen City hier. Ist ja gerade schön ruhig und entspannt. Ja, und dann würde ich sagen, wir starten das Ding einfach mal und dann geht die Party ab. So, das wollte ich nicht. Hat ein bisschen rumgestanden. Genau, Sound ist auch ganz knuffig, muss ich sagen. Ja, da düsen schon die nächsten vorbei. Genau, und ich laufe nicht an die 3 und wir starten unsere Tour. So, so einmal kurz abchecken. Ja, hier sind gerade die Radfahrer. Da warten wir nochmal einen Moment. So. Super. So, dann würde ich sagen, seid ihr bereit. Das ist immer ein bisschen tricky, die Neutralen reinzukriegen. So, auf geht's. Keiner da. So. Los geht's, Freunde. Das Ding zieht ordentlich, Freunde. Auf jeden Fall ein richtig geiles Bike. Am besten als Info, Leute, immer den Motor, wie gesagt, ein bisschen warm laufen lassen, weil das sonst gerade am Anfang, wenn das Bike neu ist, noch nicht so gut ist. Ich würde sagen, wir biegen mal links ab. So. Genau. Nee, also rechts. Ja, richtig verpeilt, Trottel. So. Ja, wie gesagt, dafür, dass das mein erstes YouTube-Video ist, ist das eigentlich ein bisschen durcheinander. Oh Gott, ich habe meinen Helmgurt nicht festgeschnallt. Ach du Scheiße. Warte mal. Das muss ich nochmal anhalten hier. Glaub's nicht. Ja. Passiert mal zum Anfang. Na, jetzt will der Neutrale nicht rein. Ah, jetzt. Ah, Mist, Leute.
Immer ganz wichtig, immer den Gurt festmachen. Jetzt fliegt der Helm ab. So, weiter geht's. Kann man blinken hier? Nein, kommt doch keiner. Doch, da sind noch ein paar. Warten wir noch mal eine Runde. Der kommt jetzt auf den Bus, aber den schaffen wir so. Überlisten. So, dann würde ich sagen, geben wir mal ein bisschen Stoff hier in der schönen Hafencity in Hamburg. Ja, vielleicht sehen wir hier auch noch ein paar bekannte Gesichter namens Blackout. Man weiß es nicht, müssen wir mal schauen. Kann man da durch? Nein, kann man nicht. Toll, super, einmal rüber. Ach, das ist wegen diesem Fest. Ah, schön, also fahren wir weiter. So. Genau. Ja, wie gesagt, genießt erstmal eine Runde die Fahrt und dann quatsche ich euch gleich nochmal voll hier. Oh Mann. Die rasen aber auch immer echt alle so schnell an, ey, dass man so super schnell reagieren muss und bremsen muss. Hat man echt Probleme hier. So, schnell und super steil. Keine Probleme. Ja. So, mal gucken, ob wir den neutral reinkriegen. Jo, da ist er. Ja, liebe Freunde, also auf jeden Fall, das ist die absolute Empfehlung für mich hier für die City. Wo ihr die coole Maschine bekommt, verlinke ich euch auf jeden Fall in den Kommentaren. Hier sieht man auf jeden Fall hier noch das Logo. Scooter World Norder steht. Also schaut auf jeden Fall mal vorbei, ist ganz. Ganz, ganz geil. Genau. Da haben die, also natürlich, also unter anderem Brixton Bikes. Dann haben die noch ein paar andere Modelle, so Roller und sowas. Aber da ich nicht dazu Motorräder hier, kommt das für mich dann eher in Frage. So, einmal eine Kurve legen hier. Geht da wieder aus. So, Freunde, weiter geht's. Boah, ich muss mal gerade eine kleine Pause machen, weil es super warm ist unter dem Helm. Ja. Sorry. Ah, hör mal! Ja. Einfach mal hier durchgestresst. Digga. What the fuck? Das war der Ständer. So, weiter hier. Ich hab gerade vergessen, den Ständer hochzumachen. Oh Mann, ey. Ja, wie gesagt, erstes YouTube-Video. Ist ein bisschen dämlich. Aber was soll man machen, ne? Alter, die Scheiße ist einfach zu klein, ey. Aber wie gesagt, ist super. Komm, jetzt muss ich doch noch ein bisschen Stoff geben, ne? So. Ja, das Teil macht auf jeden Fall mega Spaß. Also wie gesagt, wenn man jetzt den Ständer vergisst und alles, wie ich eben gerade oben unten. Ganz schrecklich, oh, Taube, komm. Komm ab. Na gut, der nicht. Ja, nee, aber wie gesagt, ich hab voll den Schock gekriegt meines Lebens, Alter. Ich dachte, was ist das? Was herrscht da so? Herrscht da so? Gott, Alter. So, Ehrenrunde einmal nach rechts. Das ist der Porsche, auch kein Ding. Einmal kurz anhalten, ja. Gucken, ob keiner guckt. Und dann geht's weiter. Ist ja gerade schön frei, Verkehr, das war mir sehr wichtig fürs Video, weil, wie gesagt, damit nur solche Sachen, die mir jetzt gerade passiert sind mit dem Ständer oder sowas, also ultra dämlich. Ultra dämlich, aber passiert halt, ne? Wenn man halt, wie gesagt, noch nicht so erfahren ist. Dann mal schnell vorbeiziehen, ja, einfach ganz kackfisch. Das passt noch. Natürlich schon hart an der Grenze gegangen, ne? Aber ja. So. Und schon eine rote Ampel. Oh Gott, ey. Ah,
Leute, so ist das halt, wie gesagt, in Hamburg. Ne? Ich sollte mal den Blinker ausmachen. Ja. Gut. Fahre ich jetzt geradeaus weiter oder biege ich einmal rechts ab? Ja, weil die Mutti hat mich gefragt, ob ich hier was zu trinken kann. Und wenn man schon mal gerade auf dem Weg ist, kann man das ja eigentlich schon mal machen. Ne? Ja, mal gucken. Schauen wir mal. Ja, genau. Was gibt's noch sozusagen? Ja. Auf jeden Fall nice, wenn ihr einschaltet und wenn ihr da Bock auf noch weitere Videos habt, bin ich auf jeden Fall voll am Start. Ja, schreibt einfach gerne mal in die Kommentare, was euch so interessieren würde zu der Maschine oder was euch so generell so einfällt. Wenn ihr so Tipps habt oder irgendwas, wie ich meine Videos in Zukunft noch besser machen kann oder halt nicht, dann sagt ihr einfach mal gerne Bescheid. Und dann freue ich mich darüber auf jeden Fall. Aber wie gesagt, ich mache sowas halt zum ersten Mal heute. Aber passt. Geil. Hat mir auf jeden Fall eine riesen Freude gemacht. Ah ja, hier die Grünhelme hier auch. Spaßmobil, Leute, ich kann es gar nicht mehr beschreiben. Mega. Ja, guck, ob keiner guckt, kommt keiner. Los geht's. Ja. So. Dann sind wir schon am Ende des Videos, Freunde. Fahren noch ein Stück weiter hier. Ja. Genau, wie schon gesagt, dann sind wir schon am Ende des Videos. Hat mich auf jeden Fall gefreut oder es freut mich sehr, wenn ihr zahlreich einschaltet und wie ich gerade schon erwähnt habe, wenn ihr ein paar Tipps für mich habt oder Tricks oder sonstige Anmerkungen, die ich beachten kann, beachten soll, wenn ich YouTube-Videos mache in Zukunft. Und ja, ansonsten bedanke ich mich fürs Einschalten, wünsche euch alles Gute, Peace, haut rein, Locke der Boss lässt grüßen und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann.